Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Studio im Format Naturmedizin. Und heute kümmern wir uns wieder um das Thema Fermentationen. Wir haben schon kürzlich eine Sendung gemacht mit einem diplomierten Biologe, der uns alles ein bisschen erklärt hat, wie Fermentationen funktioniert und weshalb es so bedeutsam ist für unsere Gesundheit. Ich frage mich noch, wo stecken überhaupt noch lebendige, fermentierte Produkte, Bakterienstämme überhaupt noch drin? Und wo könnten wir uns die eigentlich alle zugutekommen lassen? Also nicht nur im Darm, ich spreche jetzt auch mal den Mund an, ich möchte auch mal die Haut ansprechen und bin gespannt, was es da alles zu hören gibt in diesem Bereich. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. So, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen auch meinen Gast zeigen und vorstellen. Das ist nämlich der Marco Brividera. Ganz herzlich willkommen, lieber Marco. Hallo, vielen herzlichen Dank nochmal, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Bevor wir in die Vielfalt von Möglichkeiten eintauchen, möchte ich gerne nochmals ein bisschen zusammenfassend machen. Gerne. Fermentierte Lebensmittel, die noch lebendig sind, haben einen enormen gesundheitlichen Nutzen. Absolut. Und wirken basisch und sind Elektronenspender, auch, ja. Energiespender für unseren Körper. Ja. Es ist vorverdaut, sehr gut für Leute, die Probleme haben oder Magenprobleme, Verdauungsprobleme haben, sollten sich eigentlich wieder zurückbesinnen auf fermentierte Produkte. Absolut. Aber nicht tote? Nein, sondern sollten idealerweise lebende Bakterienkultur natürlich auch dementsprechend beinhalten, weil wir dann auch einen nachhaltigen Effekt haben. Mhm. Die Problematik im Prinzip, wenn Sie mit Fermentpräparaten arbeiten, die tote Bakterien beinhalten, ist, dass sich diese Bakterien nicht inhibieren können. Also die können sich nicht an der Schleimhaut und dementsprechend festhalten, einen nachhaltigen Effekt auch dementsprechend. Also warum? Das ist nichts eigentlich, tote Bakterien? Tote Bakterien haben eigentlich nur die Funktion, dass sie physiologische Säuren dann mit hineinbekommen. Das heißt im Endeffekt eigentlich, dass sie diese nachhaltige Wirksamkeit von lebenden Bakterien dann dementsprechend leider Gottes außen vor halten. Also ich kann auch keine Ansiedlung machen? Nein, tote Bakterien können sich niemals ansiedeln. Das ist die Problematik. Sie brauchen natürlich auch einen lebenden, aktiven Organismus, um dann dementsprechend sich auch an der Schleimhaut festzuhalten. Ich habe mal gelesen, sehr viele Bakterien sterben ja auch, wenn man Antibiotika nimmt. Gegens Leben gerichtet. Ja, wir wissen, dass Antibiosen teilweise bis zu 90% des Mikrobioms abtöten können. Da kommt es natürlich auf das Antibiotikum darauf an, auf die Dosierung und auf die Länge der Einnahme. Mhm. Bis zu einem Monat nach Absetzen des Antibiotikums kann es noch zur sogenannten Antibiotika-assoziierten Diarrhoe kommen. Also durch Antibiotika ausgelöste Durchfälle. Das haben wir mittlerweile in wissenschaftlichen Arbeiten entdeckt und auch dann dementsprechend auch gesehen. Das heißt, deswegen wissen wir auch mittlerweile, dass wenn wir mit Probiotikern arbeiten, in der Antibiote oder in der Antibiose aktiv, müssen wir zumindest 2 Wochen länger mit einem Probiotikum arbeiten, als die Antibiose angehalten hat. Das wird sehr, sehr häufig leider Gottes nicht gemacht. Meistens wird die Zeit gleich lang ausgewählt. Aber ein Antibiotikum hat auch durch die Verstoffwechselung der Substanzen, die in der Antibiose vorhanden ist, natürlich einen nachhaltigen Effekt. Mhm. Wie gesagt, einen Monat nach Absetzen des Antibiotikums kann es noch immer zu einem antibiotika-assoziierten Durchfall kommen. Deswegen ist gerade auch diese Nachaufbau eine ganz, ganz wichtige Bewandtnis. Wenn wir über Antibiose sprechen, würde ich während der Antibiose vielleicht auch wirklich mit einem Probiotikum arbeiten, weil sich während der Antibiose eine Ansiedelung relativ schwierig nur machen lässt. Also du meinst die Tabletten, wo man da schluckt? Könnte man mit den Tabletten arbeiten. Die leben denn die? Die Problematik ist, dass natürlich auch Bakterien idealerweise ein neutrales Milieu benötigen, um sich reaktivieren zu können. Prinzipiell, wenn sie aktiv sind, sind sie säuretolerant. Wenn sie aber in diesen Aktivierungszustand kommen, weil sie gefriergetrocknet zum Beispiel werden, das ist bei den meisten Probiotikern der Fall, sollte man eher ein neutrales Medium wählen, um dann auch die Bakterien aktiv werden zu lassen und dann gestärkt zum Beispiel die Magensäure dann dementsprechend durchwandern zu können. Konkret heißt das, diese Tabletten Probiotikums bringen nicht viel. Tut mir sehr schwer, dass kostet es tatsächlich viel, bringt wenig. Bringt eher weniger. In der flüssigen Form, wo sie noch leben und drin schwimmen und sich tummeln,
haben wir einen höheren Effekt. Mhm. Weil wir kostet viel weniger, viel wirksamer. Und auch wirksamer, absolut. Weil wir natürlich auch ein sogenanntes Symbiotikum dabei haben. Das heißt, wir haben nicht nur diese probiotische Wirkung über die lebenden Bakterien, das sind tatsächlich lebende Bakterien, die sich auch dann dementsprechend teilen können und ihre Funktionen auch übernehmen können, sondern eben auch über die physiologische Säure, den Lebensraum des Bakteriums wieder dorthin zurückbringen, wo er eigentlich sein sollte. Wenn wir jetzt Klienten zum Beispiel hernehmen, bei mir in der Praxis habe ich sehr häufig Klienten, die von Ärzten zu mir geschickt werden ohne Befundung. Das heißt, die haben schulmedizinisch keine Problematik, weil schulmedizinisch noch nichts festgestellt wurde. Mhm. Wenn man meistens nur Hochpathogene anschaut, Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, Yersinia, das sind diese typischen Reisekeime zum Beispiel. Clostridien werden sehr häufig auch noch mit angeschaut, aber meistens nur Clostridium difficile. Wir kennen viel, viel mehr Formen von Clostridien als nur Clostridium difficile. Clostridium difficile ist aber dieser sogenannte Krankenhauskeim, der sehr häufig auch zu diesen Durchfällen dann auch dementsprechend führt, weil er, und das ist die größte Problematik, Resistenzen aufweist. Auch aufgrund unserer häufigen Antibiose-Tätigkeit, auch aufgrund der häufigen Desinfektionsproblematik. Wir haben auch heutzutage die Problematik, gerade in der momentanen Zeit, dass sehr stark und sehr viel über Desinfektion gearbeitet wird. Ja. Jetzt gibt es aber auf der ganzen Welt keinen 100% sterilen Raum. Das gibt es nicht. Wir wissen mittlerweile, dass es Bakterien überleben im Weltraum. Mhm. Bakterien leben ohne Sauerstoff. Bakterien können bei plus 200 Grad, minus 200 Grad leben. Also absolute Überlebenskünste. Das könnten wir bei Weitem nicht machen, was Bakterien alles können. Bedeutet natürlich auch dementsprechend, wir müssen uns da auch umstellen. Und müssen auch verstehen, dass diese Überlebenskünstler Wege oder für diese Überlebenskünstler Wege zu finden, dass wir sie optimal unterstützen. Heutzutage unterstützen wir unsere physiologischen Bakterien nicht, sondern tun prinzipiell eigentlich alles, um diese physiologischen Bakterien immer weiter wegzudrängen und immer weiter rauszudrängen. Mhm. Stress, Fehlernährung, Medikamenteneinnahme, ständige. Da sprechen wir zum Beispiel... Medikamenteneinnahme, das war gerade mein Stichwort. Ja. Wenn Medikamenteneinnahmen erfolgen, und das ist ja bei einer Vielzahl von den Zuschauerinnen und Zuschauern auch der Fall, leiden dann die Bakterien darunter? Absolut, ja. Bakterien leiden unter der Medikamenteneinnahme. Nehmen wir an, eines der meistverbreitenden Medikamente, die heutzutage verschrieben werden, sind Statine zum Beispiel oder aber auch PPIs, also Protonenpumpeninhibitor. Das sind Protonenpumpenhemmer. Die sind im Prinzip, haben sie die Funktion, die Mastzelle im Magen zu blockieren, dass keine Magensäure produziert wird. Das hat jetzt aber mehrere unfunktionelle Funktionen, die jetzt mitkommen. Einerseits ist die Magensäureproduktion nicht nur wichtig für die Anverdauung des Eiweißes. Das heißt, wenn keine Magensäure vorhanden ist, wird das Eiweiß nicht anverdaut und es rutscht quasi in den Verdauungstrakt. Die Eiweißanverdauung passiert dann nur noch im Darm, meist über Bakterien. Das heißt, gerade Bakterien, die Eiweiße sehr gerne und sehr gut verstoffwechseln können, haben dann einen Vorteil, werden viel zu stark angefüttert und übernehmen dann auch Plätze. Das heißt, andere Bakterien, die dann quasi ausgehungert werden, verlassen den Verdauungstrakt und eigentlich physiologisch wichtige Bakterien, die Eiweiß verstoffwechseln, werden plötzlich zu stark. Und jetzt haben wir es, ich vergleiche es dann sehr gerne mit einem Büro. Plötzlich auf einmal ein Büro, wo alle dieselben Funktionen haben, alle dieselben Aufgaben haben. Es wird nicht gut gehen. Monokultur. Ja? Monokultur. Das ist ja auch in der Natur wie auch in der Landwirtschaft. Genau das Gleiche. Genau so ist es. Wir zehren durch Monokulturen zum Beispiel auch die Böden aus. Heißt das, dass Leute, die Medikamente nehmen müssen, weil sie so verschrieben wurde und dieser Weg gegangen wurde, eigentlich gut bedient werden, wenn sie Probiotikos trinken würden? Sollten eigentlich unbedingt sogar Probiotika zu sich nehmen. Jeden Tag. Idealerweise Symbiotika sogar, die eben mehrere Funktionen danach haben. Was ist der Unterschied? Probiotikum, Symbiotikum? Ein Probiotikum ist ein Präparat, das nur mit Bakterien arbeitet. Ob das jetzt inaktivierte Bakterien sind oder aktivierte Bakterien, ist nicht unbedingt deklariert. Das heißt, auch tote Bakterien können theoretisch als Probiotika deklariert werden. Ah, aber das macht ja keinen Sinn, totes zu schlucken. Das macht keinen Sinn. Also wir reden von lebendigen Kulturen. Wir reden tatsächlich von lebendigen Kulturen. Und bei den Symbiotikern zum Beispiel kommt es noch weiterhin dazu, dass auch Substanzen zugeführt werden, die eben auch eine Mikronährstoffebene sind. Das heißt im Prinzip, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Mikroveda live hernehmen. Die Bakterien haben ihr Futter auch noch drin und vollkommen drin richtig. Die Bakterien mit ihrem Futter? Mit ihrem Futter.
Und danach ist die Ansiedlung besser gegeben. Viel, viel leichter gegeben. Und sie haben auch noch den Vorteil, dass diese Verstoffwechselungsprodukte der Bakterien, die jetzt bereits natürlich in den Präparaten vorhanden ist, weil sie natürlich schon verstoffwechselt haben, so auf Molekularebene runtergebrochen sind, dass sie viel, viel leichter aufgenommen werden können. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch dementsprechend, wir haben in der heutigen Zeit nicht nur Verdauungsproblematiken aufgrund von reduzierter bakterieller Besiedelung, sondern aufgrund Schleimhautproblematiken. Die sind sehr häufig endoskopisch nicht ersichtlich. Eine Endoskopie hat immer die Funktion, im Prinzip die Oberfläche relativ gut abdecken zu können und bewerten zu können. Das kann man sehr, sehr gut machen bei Divertikelproblematik, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Bei Polypen kann man das sehr, sehr gut machen. Aber was man zum Beispiel nicht sieht in einer Endoskopie, ist die Schleimhautzelle an sich. Und vor allem auch die Dichtungen der Schleimhautzelle. Ist die Schleimhaut dicht oder ist sie aufgerissen? Man nennt das heutzutage sogenanntes Leaky Gut. Das ist eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut, wo es dann auch effektiv zu erweiterten Problematiken kommt. Klar. Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist zum Beispiel da eine ganz, ganz starke Thematik. Aber habe ich jetzt nicht gerade die Lösung auch gehört? Also durch das Trinken von Bakterien in ihrer Nährstofflösung, habe ich die beste Möglichkeit, dass die Ansiedlung im Darm stattfindet und demzufolge auch dieser Schleim, diese Schicht, dieses Mikrobiom, wie sich wieder bildet. Leaky Gut geht weg, Nahrungsmittelunverträglichkeiten können verschwinden und. Das ist eigentlich die Lösung. Prinzipiell ja, wenn keine stark akute Problematik vorhanden ist. Wenn aber eine akute Problematik vorhanden ist, würde ich es trotzdem immer kombinieren auch. Wie zum Beispiel mit Nährstoffen wie Aminosäure, Glutamin oder mit Zink als entzündungsredundante Substanz oder mit B-Vitaminen. B-Vitamine kennen wir zum Beispiel in einfachster Form aus der Bepanthen, Wund- und Heilsalbe, weil sie sehr, sehr wichtig für den Wundheilungsprozess dann auch dementsprechend sind. Wobei ja in der Schleimhaut, wenn sie aufgerissen ist, auch ein Wundprozess stattfinden muss und dementsprechend die B-Vitamine eine große, große Rolle spielen. Okay, gut. Also dann ganz klar, wir müssen darauf schauen, dass unsere Bakterienstämme leben und wenn wir uns ein Sauerkraut kaufen, das pasteurisiert ist, um haltbar zu machen, dann ist es wieder tote zu Bakterien. Wenig Effekt. Bringt uns das nichts, sondern wir müssen lebendige kaufen oder selber machen, was ganz einfach ist. Wenn ich es kann, können es die Zuschauer schon lange. Ja. Gut, dann könnten wir aber, bei Sauerkraut haben wir aber nur wenige Bakterienstämme, eigentlich nur die Milchsäure. Wir haben sehr, sehr reduzierte Anzahl an Bakterien, wir haben eine sehr reduzierte Anzahl an Mikronährstoffen. Deswegen sollte man bei bestimmten Problematiken schon zu Produkten greifen, die auch speziell dafür dann dementsprechend gemacht sind. Mhm. Sprechen wir über Leberproblematiken, ist immer wichtig, Mariendistel zu erwähnen, da ist die Artischocke ganz, ganz wichtig. Das heißt, sie könnte fermentieren. Innerhalb einer Artischocke fermentieren. Zum Beispiel. Dann hätte ich ein Produkt, das gut wäre. Spezifisch jetzt für die Leber zum Beispiel. Siehst du, ich fühle mich da schon wie ein Biologe. Ja. Oder Alchemie. Es ist prinzipiell sehr, sehr einfach. Aber, wie du richtig sagst, es wird sehr, sehr häufig in diesem Bereich der Alchemie im Prinzip dann reduziert. Und das ist das Wunderwerk im Prinzip angesehen. Das ist ein rein natürlicher Prozess. Ich glaube, es wurde uns Wir sind trainiert. Denaturalisiert. Nein, wir sind absolut. Ich meine, ich kenne nur noch eins: Desinfizieren. Das ist Bakterien die Problematik. Sind gefährlich. Ja, die bringen uns um. Das ist die Problematik. Wir sehen das leider Gottes sehr, sehr häufig. Wir sehen ja auch Viren immer ständig als Negativum. Mittlerweile wissen wir, dass unsere DNA teilweise auch aus viraler RNA besteht. Also der Mensch ist nicht nur Mensch an sich, sondern Teil der Natur. In Form von physiologischen Bakterien, in Form aber auch von teilweise Viren und anderen Bewohnern, die nicht nur in uns sitzen, auf uns sitzen und dementsprechende Funktionen haben. Wenn wir auch das Hautmikrobiom zum Beispiel hernehmen, irrsinnig wichtige Funktion. Es werden alle merken, die eben in einem Bereich arbeiten, wo sich die Hände stark desinfizieren müssen. Das haben wir in den letzten Jahren leider Gottes sehr, sehr häufig gehabt, dass gerade die Hauterkrankungen an den Händen verstärkt natürlich auch waren. Darüber Entzündungen machen wir eine eigene Sendung, habe ich mir aufgeschrieben. Sehr gut. Weil das finde ich ein wichtiges Thema, Wahnsinn. Einfach auch mal zu sensibilisieren, wie bedeutsam eigentlich das Hautmikrobiom und die Barrierefunktion auch der Haut ist. Ja. Wir dürfen niemals vergessen, die Haut ist eine Außengrenze und schützt unseren Körper. Genauso wie die Darmschleimhaut, der Magen, die Magenschleimhaut, die Schleimhäute im
Sofort, also in der Speiseröhre. Also die Haut oder eigentlich die Bakterien da oben? Beide. Also die Bakterien unterstützen die Hautbarriere dabei, quasi eigentlich unerwünschte Bewohner dann dementsprechend außen vor zu lassen. Wir nennen das in der Biologie eine sogenannte Symbiose. Mhm. Wir sind auch eine Symbiose tatsächlich eingegangen mit unseren Bakterien. Deswegen nenne ich auch diese Mikroveda-Präparate sehr, sehr gerne Symbiotikum, weil sie nicht nur eine Kombination aus probiotischen Bakterien sind, aus Mikronährstoffen sind, aus phytotherapeutischen Substanzen sind, aus der pH-Stabilisierung sind, sondern vor allem auch, weil sie unsere Bakterien und unseren Körper wieder in Einklang bringen. Also quasi wieder zurück zur Natur bringen. Und das ist das, was uns leider Gottes mittlerweile heutzutage fast zur Gänze fehlt. Aufgrund unseres modernen Lebensstils. Ich werde bei den Vorträgen immer gefragt, naja, was ist denn der Grund, dass es überhaupt zu dieser Problematik kommt? Es ist unser moderner Lebensstil. Stress, Hektik, Fehlernährung. Medikamentöse Einnahme, unkontrollierte medikamentöse Einnahme vor allem. Ich habe sehr, sehr viele Ärzte dann zum Beispiel oder Therapeuten, die dann bei mir sind und sagen, na, es gibt schon auch sehr, sehr viele Kunden und Klienten, die unkontrolliert Antibiotika zum Beispiel einnehmen. Die nehmen drei Tabletten ihrer Antibiose. Wenn es dann besser ist, heben sie es auf für das nächste Mal. Und wenn wieder ähnliche Symptomatiken kommen, wird die Antibiose wieder genommen. Selbstständig, ohne davor irgendwie eine Abklärung gesucht zu haben. Und das ist natürlich auch ein Riesenfehler. Also seit ich so viele Interviews mit der Frau Dr. Med. Anne-Katharina Czocke gemacht hatte, habe ich auch andere Gäste hier darauf angesprochen und stelle einfach fest, dass solche Symbiotikums kaum bekannt sind in der Medizin. Ganz wenig. Allerhöchstens eben probiotische Tabletten zum Schlucken mit Bakterienstämmen, die sind eigentlich in der Komplementärmedizin schon sehr gut anerkannt. Ja. Aber dass es ja viel besser und einfacher ist, mit solchen Symbiotikums zu arbeiten, ist noch wirklich fremd. Aber lass uns vielleicht noch schnell ein bisschen die Tür öffnen, diese Schatztruhe öffnen, wo eigentlich solche lebendige Kulturen für unsere Gesundheit oder in der Kosmetik letztendlich auch noch Sinn machen würden oder was da eigentlich noch alles auf dem Markt gibt. Wahnsinnig viel Sinn ergeben. Also es kommt momentan ganz, ganz stark aus dem asiatisch-koreanischen Bereich, kommen Fermentpräparate wieder vermehrt auch zu uns. Gerade auch, was die Hautpflege angeht und die Kosmetik angeht. Die Problematik, die bei den Kosmetikern aber besteht, ist, dass keine lebenden Bakterien eigentlich beinhaltet sein dürfen. Das heißt, vom Gesetz die Firma Mikroveda hätte ein super Präparat zur Hautstabilisierung. Es sind lebende Bakterien drinnen, das sind Bestandteile von Gemüse und Früchten drinnen, die hautstabilisierend auch dann dementsprechend wirken. Kann aber leider Gottes aufgrund der gesetzlichen momentanen Situation nicht angemeldet werden für die Haut, für die Hautpflege. Wir kennen aber Therapeuten und Ärzte, die das direkt auf die Haut lokal anwenden mit sensationellem Wirkspektrum. Das ist so die Problematik. Aber könnte ich mir das in flüssiger Form so ein bisschen einschmieren? Könnte man theoretisch machen. Weil die Bakterien machen ja. Ich habe das einmal gesehen an einem Pilz. Mit einem Spray. Also ganz ehrlich, es ist leichter, immer natürlich dementsprechend mit einem Spray zu arbeiten. Gibt auch mittlerweile auch ein Präparat auf dem Markt, das heißt Skincare, auch von der Firma Mikroveda, die hat sich wirklich darauf spezialisiert, mit lebenden Bakterien Fermentpräparate dann auch dementsprechend zu generieren und herzustellen. Und ist ein wunderbares Präparat, gerade bei Hautproblematiken, wird aber auch mittlerweile noch als Nahrungsergänzung oder als Nahrung im Prinzip dann dementsprechend verkauft, weil wir da noch die gesetzlichen Situationen abwarten müssen, bis es da auch dementsprechend eine Änderung gibt. Es wird mittlerweile eh schon darüber diskutiert, weil wir sehen, dass Bakterien eine ganz, ganz wichtige Funktion für die Haut haben und für die Barrierefunktion der Haut vor allem auch haben. Weißt du, das ist so faszinierend. Ich hatte sicher 20 Jahre lang hier zwischen den Beinen eine rote Stelle, beiden Seiten. Ja. Dann hat mir die Frau Joker nur gesagt, habe ich das eingespreit. Und es funktioniert schon. Das war noch zwei Tage weg, aber ich hatte 20 Jahre. Ja, das ist die Problematik, ist, dass natürlich das immer so inoffiziell empfohlen wird im Prinzip, weil diese offiziellen Empfehlungen momentan noch ein bisschen schwierig sind, weil es eben eigentlich als Nahrungsergänzung oder als Nahrung im Prinzip dementsprechend deklariert wird.
Aber die Logik ist aber so Logik, klar, dass wenn das Mikrobiom der Haut wieder stabilisiert ist, in eine Harmonie, in eine Balance kommt, ja, dass dann die Haut darunter auch in die Balance, ja, kommt. Genau, ist so logisch. Es ist absolut nachvollziehbar. Also eigentlich aus Kosmetik, was passiert bei einem Kind, das in der Pubertät ist und der ganze Kopf voll ist? Sehen wir die Akne. Was sehen passiert? Wir aber auch zum Beispiel andere Erkrankungen wie Psoriasis, Schuppenflechte oder auch dann dementsprechend Neurodermitis, wo wir zwei Ansatzpunkte im Prinzip haben. Einmal die Behandlung der Haut an sich. Und dann von innen. Und dann von innen heraus natürlich auch, um das Immunsystem dann dementsprechend zu stabilisieren. Und das wäre eigentlich bei sehr, sehr vielen Hauterkrankungen wichtig, beide Ebenen, ja, im Prinzip zu behandeln und sich dann dementsprechend die Erfolgskurve anzuschauen. Das hat sie mir mal bei der Blasenentzündung gesagt, weil die Damen sehr viel haben. Von außen drauf sprayen. Unbedingt. Und von innen einnehmen, zack, ist die Blasenentzündung weg. Ja, es muss mehrere Ebenen. Das ist auch das, was man schon gesagt haben. Es ist eine Problematik meistens multifaktoriell und diese Faktoren muss ich auch dementsprechend bedienen. Mhm. Ich habe natürlich auch mit diesen Fermentpräparaten auch multifaktorielle Präparate, die ebenso mehrere Ebenen bedienen können und kann dementsprechend leichter und schneller reagieren. Und es ist dem Präparat oder den Bakterien in dem Präparat vollkommen egal. Sind das jetzt Parasiten? Sind das jetzt Bakterien? Sind das jetzt Viren? Weil generell physiologische Bakterien immer eine antimikrobielle Funktion haben, um eben da Lebensräume für sich und ihre eigene Gattung leichter gestalten zu können. Das heißt natürlich auch gerade diese Funktion müssen wir uns zwingend wieder zu Herzen nehmen und diese auch dann dementsprechend aufnehmen. Wenn wir bei der Verdrängung zum Beispiel sind, im Probiotischen nennt man das Dysbiosen, Fehlbesiedelungen, das sind sehr häufig entweder im leichtesten Fall Gärungskeime, Fäulniskeime, die überwiegen, weil plötzlich entweder zu viel Kohlenhydrate zugeführt werden, führt zu Gärung, zu viel Eiweiß zugeführt wird, kann zu Fäulnis führen, haben wir auch schon gesagt, Protonenpumpenhemmer können sehr häufig auch zu dieser Überbesiedelung von Fäulniskeimen führen. Für den Patienten zu Hause, für den Klienten zu Hause sehr leicht auch zu erklären, dieser olfaktorische Sinn, der ihnen mitten im Gesicht steckt, der kann ihnen schon helfen, auch ausfindig zu machen, geht es in Richtung Gärung oder Fäulnis. Ja, es ist natürlich das Ammoniak und dann das Ammonium, was sich dann daraus bildet. Es riecht unglaublich stark und führt auch dazu, dass sehr häufig dann Frauen in der Praxis anrufen und sagen, wir bräuchten einen Termin bitte für meinen Mann, weil es wirklich sehr, sehr stark riechend ist. Sowohl Blähungen als auch Stuhlgänge. Und da kann man auch verdrängen. Kosmetik haben wir jetzt etwas gesagt. Ich möchte noch kurz über das Mundregion reden, weil sehr viele Pasta, Zahnpasta, die ich ja gesehen habe, sind eigentlich antibakteriell. Und dieses Wort antibakteriell liest ich immer wieder. Ja, und das tötet ja eigentlich letztendlich immer unsere wertvollen Symbionten. Ja, diese ganzen physiologischen Bakterien, die wir benötigen, werden natürlich auch hauptsächlich mit reduziert. Sinnvoll ist es nur dann, antibakteriell zu arbeiten, wenn ich einen nachweislichen Abstrich habe, wo zum Beispiel physiologisch unwichtige oder pathogene Keime in einem hohen Maße vorkommen. Mhm. Dann kann ich antibakteriell arbeiten, muss aber trotzdem das Mikrobiom des Mundes aufbauen. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Wir wissen zum Beispiel auch, dass es gibt ja keine tatsächliche bakterielle Vererbung, sondern es wird weitergegeben. Wir werden bereits im Mutterleib konfrontiert mit unseren ersten Bakterien über die Uteralflora der Mutter. Das sind hauptsächlich idealerweise Lactobacillen, können aber auch Kolibakterien sein, je nachdem, wie es dann natürlich auch dementsprechend dann im Genitalbereich aufgebaut ist. Wenn es da schon zu schlechter Besiedelung kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder sehr früh zum Beispiel Karies bekommen, obwohl sie keine Süßigkeiten essen, relativ hoch. Warum? Ein kariogener Keim, der sehr, sehr häufig dann vorkommt, ist Streptococcus mutans. Streptococcus mutans wird zum Beispiel auch beim Küssen weitergegeben. Also auch Eltern, die eine hohe Anzahl an Streptococcus mutans haben, also viele Karieslöcher zum Beispiel in den Zähnen haben, die können das tatsächlich auch dem Kind dann beim Gute-Nacht-Kuss weitergeben. Das heißt, wenn wir Kinder haben, die gerade kariogene Situationen erleben, auch da wäre es unbedingt notwendig, das Mundmikrobiom zu stärken, um eben diesen Keimen, wie eben Streptococcus mutans, zu reduzieren, auf eine natürliche Ebene zu bringen oder ganz herauszuverdrängen. Also auch hier ist das orale Mikrobiom unumgänglich, um erweiterte Problematiken und negative Funktionen dann auch wirklich
außen vor lassen zu können. Also zwei Lösungen. Einerseits keine Zahnpasta zu nehmen, die das antimikrobiell arbeitet, das heißt nichts abtötet. Und B, habe ich jetzt zum Beispiel so einen Spray gefunden, ich weiß nicht, mit 30, 35. Sehr gut ist der. Ja, der 33 Stämme, M33 Plus. Die spray ich mir super rein. Ist der. Mundgeruch gibt es nicht mehr. Ja, meine Tochter liebt es zum Beispiel auch. Also es gibt es ja einmal als Strong Mint, als Kids und einmal als neutrale Variante. Bei der neutralen Variante würde ich eher dann arbeiten, wenn jemand Pfefferminz gar nicht mag. Aber wenn Pfefferminz inkludiert ist, also Kids lieben die Kinder. Das ist interessant. Wir haben zuerst eigentlich gedacht, aufgrund dieses leicht sauerlichen Geschmackes, werden das die Kinder eher ablehnen. Einfach gar nicht. So. Die lieben das. Also meine Tochter hat dann am Anfang wirklich so sehr gesprüht, dass ich zu ihr gesagt habe, bitte reduziere das, ich kann dann nicht morgen wieder eine Flasche mitbringen. Also das ist tatsächlich so. Die Kinder merken ja auch, was ihnen gut tut. Kinder sind da sehr, sehr viel sensibler noch als wir Erwachsenen leider Gottes und greifen dann auch selbstständig zu Präparaten, wo sie wissen, dass es ihnen geholfen hat oder ihnen gut getan hat. Es ist bedauerlich, das ist dass meine so. Sendezeit schon wieder zurück ist. Leider, ja. Aber wir sind so mitten in diesem Thema Natur. Zurück zur Natur, aber machen wir es ein bisschen anders. Wir haben ein bisschen reingeschaut in die Schatztruhe und möchten jetzt eigentlich den Ball an die Zuschauer zurückschieben und sagen, absolut, ihr ja. könnt euch schlau machen über dieses Thema, was wir jetzt gerade besprochen genau. haben, über Symbiotikums, wo Bakterienstände leben, die wir trinken können, jeden Morgen einen Schlückel oder für den Mund oder als Kosmetika und. Gibt es da eine Plattform, wo du den Zuschauern empfehlen kannst? Absolut. Also sie können sich natürlich auch weiterbilden unter www.mikroveda.info. Dort finden sie auch sehr, sehr viele Webinare, auch speziell ein Webinar zum Thema orales Mikrobiom, auch von mir direkt gehalten. Mhm. Wenn erweitert Problematiken sind, können sie sich sehr, sehr gerne auch in die Fachhotline der Firma Mikroveda wenden, wenn eine kompliziertere oder schwerere Anfrage ist, wird sie direkt an mich weitergeleitet. Sie können aber auch direkt an mich dann schreiben, an mail@darmcoach.at. Da können Sie direkt meine Praxis und mich auch erreichen. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn die eine oder andere Frage kommen würde, was meist auch der Fall ist. Also die Leute interessieren sich für diese Thematik ungemein. Bei Vorträgen sind teilweise 100, 150 Leute da. Und wenn ich mich über diese Symbiotikums mal informieren möchte mit Artischocke und, ja, gibt es da auch noch eine Plattform? Ja, da gibt es für die Schweiz direkt mikroveda.ch oder auch mikroveda.de, wo es alle Informationen zu den unterschiedlichen Präparaten dann auch dementsprechend gibt. Sie können nach Fachinformationen und Patienteninformationen dann dementsprechend anfordern. Das wird Ihnen dann dementsprechend natürlich alles zur Verfügung gestellt. Also da kommt für mich eine ganz neue Art von Medizin auf uns zu, wenn wir uns wieder darauf besinnen, eins zu sein mit Bakterienstämmen und nicht Krieg zu führen gegen die Bakterien, die vernichten zu wollen. Wie überheblich ist der Mensch absolut. Zu meinen, wir könnten alles clean machen. Ja. Und wir haben es ja schon versucht, es hat da irgendwo im 19. Jahrhundert Versuche gegeben, die Bakterien im Darm zu töten. Ist gut ausgegangen. Ja, ist gut ausgegangen. Genau. Es hat sogar Ärzte gegeben, die den Darm entfernt haben, vollständig, weil sie Pathogenkeime vorgefunden haben. Levenkin hat ja das erste Mal ein Mikroskop im Prinzip entwickelt, wo man Bakterien dann auch dementsprechend beurteilen hat können. Und da ist leider Gottes die Empfehlung gekommen, alle Bakterien sind tödlich und sind pathogen. Und davon müssen wir mitkommen. Eine ganz, ganz geringe Anzahl an Bakterien ist tatsächlich pathogen. Die viel größere Anzahl an Bakterien sind entweder neutral oder physiologisch wertvoll. Und weißt das du, müssen wir uns zunutze machen, in diese Naturebene wieder zurückzukommen. Genau. Ich staune, ich rede so wahnsinnig gern mit dir. Danke sehr. Es ist einfach eine fantastische, logische Welt, die sich da wieder öffnet. Ja. Und du bringst sie uns ein bisschen, einen kleinen Schritt näher. Ich hoffe. Wir werden unzählige Sendungen machen müssen miteinander. Das kann ich dir garantieren. Ne? Sehr gerne. Herzlichen Dank für dein Vertrauen und für die Ehre deines Daseins. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen auch diese Brücke ein bisschen wieder aufbauen, die einfach kaputt gemacht wurde, weil alles gefährlich ist, alles pathologisch ist und alles uns töten könnte. Dabei ist doch einfach diese Bakterienstämme sehr, sehr wichtig fürs Leben und sie unterstützen uns in unserer Gesundheit und in der Wiederfindung der unserer Gesundheit. Von fermentierten Nahrungsmitteln mit lebendigen Kulturen bis hin zu unserem Mundmikrobiom, was eben auch der erste Verdauungsakt überhaupt ist und ohne Bakterien würde auch gar nichts funktionieren. Also wir sind gesegnet,
mit solchen Bakterien. Und wir sollten einfach keine Angst mehr haben davon und heute einfach wirklich vielleicht mal das eine oder andere Rezeptchen oder Tipps von meinem Gast berücksichtigen und integrieren in unser tägliches Leben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im Zusammenleben mit den Bakterien. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.